Bundesjustizministerin Katharina Barley hat Internetanbieter aufgefordert, gehackte Nutzerkonten schneller zu sperren. Die Plattformen müssten die Accounts, über die Hacks verbreitet werden, sofort sperren, sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. Zudem forderte Barley mehr Transparenz im Netz und Anlaufstellen für Opfer. Wir brauchen eine Anlaufstelle, die im Falle von Datenmanipulation, im Falle von Datenleaks oder Datendiebstahl sofort tätig werden kann. Wir brauchen auch Anlaufstellen, wo Verbraucherinnen und Verbraucher noch besser beraten werden können. Die Ministerin reagierte damit auf den in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Datendiebstahl an Personen des öffentlichen Lebens. Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich am Dienstag erstmals zu dem Datendiebstahl äußern.